Hallihallo und willkommen zurück. Hier ist der Leviathan 2 mit seinem Let's Play zu Soul Sacrifice Delta. Wieder einmal. So, wir lesen weiter in Librom, wie wir es immer tun. Wie wir es immer tun. Ich möchte gerne die magischen Taten. Ich möchte durchkontrollieren, ob es wirklich nichts Neues gibt. Kinder eines Monsters. Das haben wir gemacht. Fluch des Narzissmus ist mir so ein bisschen... Das hat relativ hohen Schwierigkeitsgrad. Dementsprechend nein, danke. Und Grimm hat das gleiche Problem. Die verlorene Stimme, was auch eine hohe Schwierigkeitsstufe hat. Ja, dann lassen wir die mal noch ein bisschen liegen. Gehen wir auf alte Schicksale und schauen uns an, was bei Magusor so passiert. Oder warte mal. Einige Jahre später, Kapitel 5. Habe ich die nicht? Doch, habe ich die. Also, alte Schicksale. Alte Schicksale, Kapitel 1. Then I will have to kill you. Magusar proclaimed this when I very first met him. One day, a sorcerer would become a monster and slaughter many lives. Magusar saw the sorcerer in a vision, and he searched near and far for this threat to life. And who did he find? Me. At first, I refused to believe it. But few of Magusar's predictions are far off. The bloodlust in my right arm is so strong, it might overcome me. A monster appears before me. It looks quite luscious. Like a heavenly feast that has been delivered to my doorstep. Ja, und damit dürfen wir den Zyklopen bekämpfen. Zyklop hat, wenn mich die Erinnerung nicht trübt, kein Element. Dementsprechend können wir hier einfach wieder das mitnehmen, was uns am besten gefällt. Das wäre die hier, garantiert. Dann, was haben wir noch? Sag ich mal die. Nein, nicht den. Was haben wir noch Gutes? Irgendwas Niedliches. Ja, ich muss schauen. Das wollte ich eigentlich vorher schon mal kontrollieren. Der Speer macht hier mehr Schaden. Dann nehmen wir den Speer des Rotkäppchens mit. Wissen wir nicht auf die Elementarschwäche aus. Die Axt des Minotaurus wäre auch eine gute Waffe, aber brauchen wir gerade nicht. Wir könnten noch die normalen Flugklingen mitnehmen, oder wollte ich lieber das Ei nehmen? Machen wir es so, dann haben wir noch den Rollangriff. Ja, das könnte funktionieren. Okay, versuchen wir es so. Mal schauen, was Markus sah. Mal schauen, nicht mehr, wie ich Magusar das hier machen. Monster über Zeitzahn und Felsfallmuskel. Nee, nichts so Gutes hier, dass wir gewinnen können. Außer die Magie des Zyklopen selbst. Magusar ist mir wohl irgendwie vertraut, als ob wir lang auf der Reise wären. Magusar hatte eine Vorahnung. Darin stand ein wahnsinniger Zauberer, Mutterseelen allein in der verwüsteten Welt. Er sagte, der Zauberer sähe genauso aus wie ich. Magusar erzählte niemandem außer mir von seiner Vorahnung der Apokalypse. Er sagt, alles würde gut ausgehen, wenn wir nur die Zukunft ändern. Weil wir alle wissen, dass Zukunftsveränderung etwas so unglaublich Einfaches ist. Mein Arm sieht lecker aus. Tun wir das? Sein Arm sieht auch lecker aus. Aber meiner sieht aus, als würde er mich gleich abschleppen. So. Also gehen wir gleich direkt zum Zyklopen.
gleich. Baldis Augen. Kopf und Speer sind seine Schwäche. Und wir werden es benutzen. Das war der falsche Angriff, aber egal. Ich treffe ihn auch damit! Irgendwie. Ja. Ich habe gerade auch bemerkt, dass der Gegner stark ist. Du dummer Zyklop. Bist du der, der... Ich weiß es gar nicht mehr. Entweder ist es der Zyklop oder die Sirene, die sich einwundert. Vielleicht auch beide. So, wir wollen natürlich den Speer zerbrechen, einfach nur für die Magie. Und dann vielleicht noch den Kopf angreifen, wenn wir die Gelegenheit dazu bekommen. So, wenn er so am Boden ist, ist er natürlich ein einfaches Ziel. Eine Verschwendung, wenn wir ihn da nicht angreifen. Wow, ihr habt eben. Freunde, ich möchte hier weg, ich möchte hier weg, ich möchte hier weg. Nein, das war nicht auf den Speer. Könntest du bitte nochmal einfach hinfallen? Das ist nicht hinfallen. Du weißt, wie hinfallen geht. Das ist mir vorhin schon gezeigt. Genau, das ist hinfallen. Jetzt noch im Gebiet. Und dann könnten wir uns sogar irgendwie noch verstehen. Und da ging mein. So, dann versuchen wir es mit dem Donnerei. Okay, ich hab getroffen. Ich kann also nur die Spitze des Speers erwischen. Das ist traurig irgendwie. Ach, doch buddelt er sich ein. Okay. Autsch. Jetzt auf Magus, Bleibt da draußen? Nee, er geht weiter auf Magusar. Nein, nicht! Nicht zu mir, Magusar. Triff seinen Kopf! Das ist das Einzige, was zählt. Oder sein Speer. Ja. Geht von mir aus. Nimm den! Herrlich. Ja. Ein bisschen leben. Ich hab's gerade nötig. Oh. Jetzt schmiedet er seinen Speer neu. Meine Chance, dem Speer ordentlich Schaden zu machen. Aber leider möchte er noch nicht ganz so kaputt gehen. Oh, nicht schlecht, Magusar. Ein Eisschild. Ich habe leider keins dabei, dementsprechend. Laser. Ich möchte ja nichts sagen, aber könntest du bitte auf? Das war interessant. So, ich treffe sogar noch ein paar Mal mit dem ganzen Leben. Okay. Haben wir irgendwas, was wir opfern können? Natürlich haben wir da einiges. Magusar stirbt. Was tust du da? Ich kann dem Arm Kraft verleihen. Steinkraft. So, ich kann da irgendwie... Ich kann es mir nicht erlauben, Magusar zu verlieren. Dementsprechend, ja. Das war asozial. Jetzt muss ich irgendwo Opferkraft erneuern. Ja, ja, Zauber aus. Our enemy is strong. We must be on our guard. Kommt er jetzt zu mir? Moment, ist du noch auf Magusar? Scharf. Immer noch auf Magusar. Von mir aus. Ich könnte Ignis aktivieren. Einfach mal so zum Spaß. Ist das Laser? Wow. Freundchen, das ist... nicht cool, Laser hier einzusetzen.
Und ich muss Magusar die ganze Zeit die Hälfte meiner Leben geben. Auch nicht cool. Könntest du bitte Schaden nehmen? Das war ganz viel. Und ich darf es nicht mehr. Ja, ich kann den Heil... Ich kann das Heil-Item gerade mitnehmen. Ich muss hier schick sagen. So. Ich brauche einfach wieder die Heilung. Zum Glück kriege ich immer zwei Heilungen pro Schicksal, das ich aktiviere. Uff. Freundchen, nicht so. Jetzt kommt er wieder geflogen. Weil du ja so unglaublich schlau bist, oder? Hier, bitte sehr. Sollte dich zumindest ein bisschen betäuben. Und jetzt Ei. Ei, Ei, Ei. Und er schmiedet wieder. Naja, wenigstens ist das ein guter Moment, um sein Auge mit den Eiern zu erwischen. Vielleicht auf seinem Speer. Magusar macht auch ordentlich mit. So, Donnerdrachen-Ei ist auch schon wieder fast erledigt. Jetzt kommt das Lustige. Haben wir noch irgendwas, was wir gerade dem Schicksal überlassen können, falls er Magusar jagt? Er jagt nicht Magusar. Ich bin ausgewichen. Und nochmal ich? Ach Gott. Cool, diesmal hat er mich nicht erwischt. Nee. Was das? Dankeschön. Irgendwas, was man opfern kann. Irgendein Baum oder etwas? Ach shit, ich hab vergessen, dass er den Laser macht. Seine Waffe besser geschmiedet hat. Aber, dafür haben wir jetzt kurz Zeit, hier hinten den Baum zu holen. Dankeschön. Und voll gegen Magusars Schild. Genau wie geplant. Und er lässt sich fallen. Gibt mir Scheiße für den Speer und nicht gereicht. Dann halt so. Okay, dann halt nicht so. So, dieser Zyklop hier. Dieser Zyklop hier. Laser. Magusar, ich kann dich nicht ständig heilen. Das funktioniert so nicht. Das überlebe ich selbst doch gar nicht. Kannst du denn nichts selbst tun, Magusar? So. Und fliegst du? Ja. Shit happens. Ich würde gerne deinen Speer bekommen, aber du bist es nicht wert, dafür zu sterben. Also nimm einfach so viel Schaden, wie ich nur dir austeilen kann. Wie viel hast du denn noch? Immerhin bist du orange. Ist nicht so gut wie rot, aber... Wie viel mal möchtest du den Angriff einsetzen? Komm schon. Nicht? Okay. Jetzt ist er wütend. Vielleicht. Ja, er schmiedet auf jeden Fall wieder. Beste Zeit für eine Waffe und dann... Ich glaube... Yeah! Verdammten Teil zerstört und verfluchten Teil vernichtet. Es fehlt nur noch der Kopf. Halt ihn hier! Naja, immerhin habe ich einen Teil seiner Magie. Immer noch auf mich? Jupp. Immerhin tötet er nicht Magusar. Zack. Jetzt kommt der Laser. Nein, du hast keinen Laser mehr übrig. Deine Waffe hat an Kraft verloren. Und ich würde das ausnutzen. Boom. Gehst du schlafen? Hast du... Oh, okay. Entschuldigung. Natürlich, das habe ich gewusst. Das war absolut klar. Ja.
Ihr habt sicher nicht daran gedacht, dass er das kann. Wart ihr überrascht? Das war das andere Auge. Weißt du was, armer alter Mann? Es ist mir egal, was aus dir passiert. Ich habe beide Teile zerstört. Es ist das Einzige, was mir als Mitglied von Grimm überhaupt etwas ausmachen muss. Zerstöre ich all seine Körperteile? Wenn ja, dann ist gut. Dann habe ich quasi den Sinterquest schon hinter mir. Sollte nämlich dann gute Ausrüstung geben. Könntest du bitte aufhören, den Boden zu graben? Und diese riesige Klinge aus dem Boden ist einfach immer wieder gut. Das war's. Und so kämpft man aggressiv, weil man gezielt gekämpft aufgeben kann. Yummy, yummy, yummy. Na, ich glaube nicht, dass du das entscheiden kannst. Das ist nämlich die Wahl des Schicksals. Wahrscheinlich stirbt er, weil Markus seinen opfert. Ja. Entschuldigung. Oder auch nicht. Genau, Markus, du machst das richtig. Verprügle diese Ratten. Kann ich sie dem Schicksal überlassen? So, mal schauen, was wir so als Belohnung kriegen dafür. Illuminiert. Ja. Alles egal. Und Eis, Blitz, Frucht. Erweckt die Magie des Zyklopen, beschwört Speere aus der Erde. Okay, das ist nicht schlecht. Und dann noch den. Erweckt die Magie des Zyklopen, bündelt deinen Lichtstrahl. Also habe ich jetzt, das ist interessant, ich habe sowohl einen Erdfaustangriff, einen Steinfaust, als auch einen Laserangriff. Den Laserangriff werde ich garantiert mal mitnehmen und schauen, was passiert. Es ist mittelweit, also gehe ich davon aus, dass es ein Laser ist, der einen Radius um mich herum trifft. Mal schauen, sind wir dann bei der nächsten Quest. Vielleicht. Weil ich Magusau gerettet habe, kriege ich noch sein Seerleben. Allgemein ziemlich gut hier. Blitzendes Donnerschlag. Okay, dankeschön, glaube ich. Enetat 7 erreicht. Yay, heißt das neue Kleidung? Ich weiß es nicht, ich gehe es auch nicht nachschauen. Ja, bestätigen. The very thought of my own insatiability makes me sick. Could this be how Sortiara felt all that time? Your body is quite a burden. I am not the only one in trouble. He ages so bloody fast he can hardly stay mobile. I only want to be normal again. That was a wish that we both shared. Magusar would often tell me. One can change the future. I must dispel Sortiara's curse while there is still time. If I fail, then before I transform into that terrible beast, I am promised a swift death. At the hands of Magusar. 8 days until the end of the world. What state of mind would you be in if you were told that you would soon become a monster? The author of this journal describes this very predicament. He may want to share it with someone. So,
So, alte Schicksale Kapitel 2 schauen wir jetzt nicht mehr an. Wir gehen heute direkt ins Wissen und in die Erzfeinde. Schauen uns den Zyklopen an, denn der Part ist relativ kurzfristig gemacht und ich habe da nicht Zeit auf andere zu warten, die vielleicht den Text sprechen möchten. Dementsprechend ja. Zum Glück weiß ich, dass die Geschichte die eines Neiders ist, also wird er wohl bei den Neidischen sein. Zyklop. Es war mal eine Stadt, die für ihre exzellenten Schmiede berühmt war. Selbst in dieser Stadt gab es jedoch einen Schmied, der alle anderen in den Schatten stellte. Obwohl die Waffen aus seiner Hand eher grob wirkten, waren sie immer äußerst robust und scharf. Seiner Auffassung nach erfüllten Waffen nur einen Zweck: zu töten. Und benötigten keine Dekoration. Seine Waffen waren die besten. Trotz seiner Bescheidenheit wusste man das genau, und doch schien die Welt diese Ansicht nicht zu teilen. In der Gunst der Kunden lag er stets an zweiter Stelle. Die Leute bevorzugten die Waffen eines anderen Schmieds, eines netten und bedeutend jüngeren Mannes. Die Waffen des jüngeren Schmieds überzeugten potenzielle Kunden mit ihrer Feinheit. Aber für den älteren, weniger beliebten Schmied waren sie eigentlich gar keine richtigen Waffen. Waffen dienten zum Kampf, nicht zur Zierde oder gar zum Angeben. Sein Frust wurde größer und er beschloss, etwas zu unternehmen. In den folgenden Tagen arbeitete der Schmied mit neuem Eifer und Elan. Er musste der Welt beweisen, dass er der Beste war. Jeder Knochen im Körper schmerzte ihn, doch änderte sich nichts. Die Kunden bevorzugten weiter die Modewaffen des anderen. Es gab einen einfachen Grund. Die Arbeit des Jüngeren war noch perfekter und feiner geworden. Selbst der alte Schmied erkannte, dass sein Rivale überaus talentiert war. Doch er verzehrte sich vor Neid und sein Stolz hinderte ihn, es zuzugeben. In der Folge begann er zu trinken und seine Gesundheit verschlechterte sich. Als er eines Tages krank im Bett lag, hatte er eine seltsame Vision. Ein Kelch erschien vor seinen Augen, gefüllt in reines, weißes Leuchten. Er sprach in lautlosen Worten zu ihm: Um dein Verlangen zu stillen, musst du ein Opfer bringen. Je wertvoller dein Opfer, desto größer wird die Erfüllung. Der Schmied spürte, wie eine seltene Gewissheit in ihm anschwoll. Er wusste, wenn er der Stimme gehorchte, würde sein Herzenswunsch erfüllt werden. Leider erkannte er schon bald, dass er kein geeignetes Opfer hatte. Er hatte bereits verkauft, was er besaß, um das Geld für Wein auszugeben. Plötzlich hatte der Schmied eine Idee. Es gab etwas, das er opfern konnte. Etwas Naheliegendes. Seinen Körper. Er beschloss, eines seiner Augen zu opfern. Schließlich hatte er zwei davon. Eines zu verlieren würde ihm nicht schaden. Er brauchte beide Arme und Beine zur Arbeit. Aber ein Auge war ein geringer Preis. Der Schmerz war unbeschreiblich und der Schmied krümmte sich am Boden. Er bekam hohes Fieber, das mehrere Wochen lang nicht sinken wollte. Jedoch war dies ein kleiner Preis, denn was er geschaffen hatte, war keine normale Waffe. Es war ein Dreizack, übersät mit zahllosen, zuckenden Augäpfeln. Wurde er geworfen, lenkte er sich selbst. Er verfehlte niemals sein Ziel. Der Schmied jauchzte vor Freude. Er hatte sein Meisterstück geschaffen. Wenn die Welt dies sähe, würde man sein Talent endlich anerkennen. Doch er hatte sich wahrlich geirrt. Niemand wollte eine Waffe kaufen, die so schrecklich aussah. Der Schmied wurde wütend. Die Leute weigerten sich noch immer, seine Arbeit zu würdigen. Zu allem Übel wusste der Schmied genau, warum seine Waffen unbeliebt waren, und der Grund machte ihn rasend. »Sie sind hässlich«, sagten die Leute. Der Schmied beschloss zu handeln. Wenige Tage später wurde der Leichnam eines Ritters gefunden. Ein Zeuge berichtete, dass ihn ein einäugiges Monster ermordet hatte. Und nachdem es sein Opfer niedergestreckt hatte, reckte es seine Waffe in die Höhe, damit sie jeder sehen konnte. Das war aus dem Schmied geworden.
Den Wert einer Waffe bestimmt die Anzahl der Feinde, die sie besiegt. Selbst zum Monster geworden, hielt der Schmied an seiner Überzeugung fest. Der Dreizack ist zweifellos noch immer auf der Suche nach Opfern. Und er wird nicht aufhören, bis der Schmied die von ihm so sehr begehrte Anerkennung erhält. Ja, das war der Zyklop. So, und dann machen wir noch unser allpartiges Ritual und nehmen die Lacrima und reden dann mit Librom. Nicht weinen. Und jetzt mal quatschen. What are you like? You look awfully raggedy. If you want to dress better, you'll have to close your eyes and imagine it. Ich frage mich, ob Librom weiß, wie wir im Buch aussehen. Now wake up and take a good look at yourself. It's not pretty. Gut, ja. Und das war's von meiner Seite für heute von Let's Play Soul Sacrifice Delta. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn wir anscheinend bei Magusar's Story weitermachen. Und ja, in diesem Sinne, hoffentlich bis dann.